Ein wunderschönen guten Morgen. So, es ist 8:32 Uhr und wir bereiten uns auf unser morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben die nächste Big Number ist bei 15.200 und wir aktivieren diesen Trade hier auf der linken Seite. 15.207 gehen wir long und 15.192 gehen wir short. Wir blicken einmal in die Vergangenheit und sehen hier die kleinen Boxen: 25, 15er, 24er, dann 38er. Und hier ist es wieder kleiner geworden und wir sehen hier die Gaps, also die kleinen Blue Boxen unter 30 treten wir. Dann haben wir hier die Vola Boxen, wo wir hier reingelaufen sind. Der Trade hier rein und nach oben raus. Einmal hier, einmal oben raus. Und ja, aktuell Daily Pivot liegen wir bei 15.176. Wir gehen auf die großen Zeitebenen wie jeden Morgen und schauen uns das Ganze an. Fangen heute an mit Ethereum bei 3.000. Ja, also Ethereum weiter extrem stark. Ja, kommt von 200 jetzt im letzten Jahr. Und wenn wir es mal auf Weekly Basis sehen und das ein bisschen kleiner machen, sehen wir die Entwicklung hier 244 und jetzt liegen wir bei 3083. Also kräftiger Anstieg nach oben. Nächster Anstieg ist Gold. Gold nach wie vor auf Daily Basis seitwärts eher. Dann haben wir Öl, kommt wieder ein Stückchen zurück. Technologiebörse Nasdaq, blicken wir rauf, eher seitwärts. S&P 500, auch eher ruhig. Gipfel hier oben an All-Time-High, also nichts zu holen. Und dann gehen wir einmal zurück in den Bitcoin. Bitcoin jetzt wieder bei 57.967. Wir hatten das Tief bei 47, also 10.000 Dollar dann höher. Also auch sehr volatil die ganze Geschichte. So, der Monat ist rum und ich wünsche uns allen erfolgreichen Start. Und dann blicken wir einmal auf die Vola-Boxen. Wo kommt die Vola-Box rein? Aktuell bei 15.175, das heißt das Level, was wir jetzt haben, so kommt der Kurs rein. 1,75, das wäre hier um und bei den Daily Pivot. Und los geht's. Wir sehen, die Vola-Boxen sind etwas höher. Das heißt, wir sind bei 15.238, ist eine 15er Box. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal eine Big Number kriegen. So sieht es zumindest aus. Wir haben ein Gap. Und just in dem Moment sehen wir, wir sind short im Trade. Angepasstes Ziel für den ersten Trade. Short in der Big Number. Und wir stehen kurz vor dem Landeanflug. Und wir sind raus aus dem Trade. Also der Trade, der Eröffnungstrade ist draußen und wir treten ja die Big Number mehrmals und ich hole den Indikator hier noch mal rein. So,
Und dann sehen wir das hier mit der grünen Linie. Das war der erste Eröffnungstrade für den neuen Monat. Und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern für unser Videotagebuch. Der Trade ist mit einer Big Number ins Ziel gelaufen. Es ist 9.01 Uhr. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter, treten jetzt doch mal die Big Number, wenn der Kurs reinläuft. Und dann bleibt gesund und bis morgen.